On phone him. Was geht YouTube? Es ist RB Kuya wieder back mit einem motherfucking Banger und wir reagieren heute. Black man, you know, you already know, man, you already. Aha, you feel me? Kauflaut, bitte. Also, wir reagieren heute zu Rapcar Gang Photo. War ein Vorschlag vom Lieden Spice Fago oder Spike Fago, I don't even know, man. But er hat gesagt, das ist der neue Shit, der lit ist in Berlin. Also der Underground-Shit, den jeder in Berlin kennt. Nur nicht wir, weil wir sind keine Berliner. Ich bin Frankfurter, way out. Ich muss hier nebenbei meinen Drucker ausmachen. Luck, ich hoffe, es geht euch gut, ja? Und wir hören jetzt einfach mal rein in den Hasen. Unvoreingenommen, ja, schauen wir mal, was wird. Natürlich wieder meine ehrliche Meinung kommt raus. Oh, ich muss ein bisschen Licht machen, damit ihr meine wunderschöne Fresse seht. Mein Bro ruft an mich später, der spricht mir auf die Mailbox. Also, das ist so, ich will jetzt nicht böse klingen, aber das ist so typische Kenneck-Mucke. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so Mercedes Cabriolet, geleckte Haare, die Kette ist lang, so Chicksen laufen vorbei, du bleibst kurz stehen, sagst, ey Chicksen, was geht, willst du nicht reinhoppen, so. Das ist so richtige Late Night, so könnte auch so Late Night Frankfurt durch Manhattan fahren, durch Manhattan, weißt du, wegen Frankfurt am Main, ihr feiert mich. Pasch war in sein Bett, guck, ob mein Bro noch schläft. Ein Pack bei Nike bestellt, das 3 Uhr Laterne straight up. Feier ich. Also die Hook ist smooth, don't get me wrong, aber das ist nicht so mein Cup of Tea, if you know what I mean. Muss ich mal kurz gucken, ob beim Mikro noch funktioniert. Aber der andere Fratello, der war mal todeslustig. Wisst ihr, das Problem ist bei so einer Sache, es gibt viele Songs, die sich sehr ähnlich anhören wie dieser Song. Das heißt, es gibt... Ich kann jetzt keinen direkten Vergleich machen, weil ich, das ist so, für mich ist das typischer Deutschrap-Kenneck-Mucken-Slang. So, das ist sehr viel Autotune und das ist nicht so, muss ich ehrlich sagen, nicht so wirklich mein Rap. Aber ich fand den anderen Bruder irgendwie lustig, weil der kam irgendwie von der Street, also das habe ich so in seiner Energie gemerkt. Pässe in Jeans um 6 Uhr, Treffpunkt, steh sie auf Crackdown um die Welt. Ich hab keinen Hunger, mein Magen ist top, weil ich... Ja, muss ich ehrlich sein, der Part ist bisschen mit. Der kickt nicht rein. Ich höre nicht wirklich auf den Text. Bro, die Energy ist nicht da. Der andere Bro war lustig, die Hook war nice, aber ich muss auch ehrlich sein, wenn es nicht geil ist. Von Rap und so, ich seh einen Clip von einem Best of 10, Doppel 9, 7 Viertel und Latas hoch. Da ist keine Uniqueness drin, weißt du, das muss sich abheben aus dieser riesigen Menge an Rappern. Und das ist für mich, das könnte jeder andere sein. Das, weißt du, es könnten 10 Rapper genauso sich anhören, genauso Lines bringen, genauso sein. Deswegen, man muss sich da, also, die Visuals sind krass, aber auch jetzt nichts Besonderes. Das ist so typischer Berlin-Lifestyle, könnte jetzt auch Paschanim ein bisschen weniger krass sein. In mehr Gang-Richtung, Shisha-Bar-Mucke ist das für mich ein bisschen. Mein Bro ruft an mich spät und der spricht mir auf die Mailbox. Hinfeiern. Ja, aber die leben. Also, was hier auf jeden Fall gezeigt wird, ist geiler Lifestyle. Also mit den Jungs chillen, grillen, chillen, in Villen. Mit paar Pillen, nein, auf jeden Fall, ist ganz lustig. Bei ihm könnte ich direkt sagen, okay, er könnte es schaffen, weil er ist ein bisschen unique, also er hat so, seine Stimme ist schon so, da ist die Street, da ist Asphalt drin, weißt du, und da, das feiere ich. Das wird late, fahre bis Schweiz und dann auf Stage, Rückbank D1 ins Pape, Paris Nike TN. Aber anscheinend läuft ja bei denen, weil die können schon Gigs machen. Also Rapcar sind anscheinend diese zwei Brüder, diese Homies. Ich muss sagen, ich finde den Dunkelhäutigen besser als den Weißen.
Es ist jetzt nicht irgendwie, aber ich weiß halt, den lockigen und den. Okay, beide haben Locken. Aber Fratello Braun mag ich mehr als Fratello Weiß und das ist jetzt nicht so gemeint. Brodies, das ist nicht so gemeint. Aber ihr wisst, was ich meine. Der andere hatte einfach ein bisschen mehr Swag als der White Boy. Mein Bro ruft an. You need a little seasoning. A little seasoning. Und der spricht mir auf die Mailbox. Ich fahr am BMW rum. Ich guck schon, dass ich schnell mach. Das ist ein geiler Part. Bestell das. Das ist okay. Kein Foto. Sieht schlecht aus, aber ist halt so. Ja, it's kinda mit. It's giving. Okay, ist jetzt nichts Besonderes. Hebt sich jetzt nicht von der Masse ab. Aber es ist jetzt auch nicht scheiße. Es ist jetzt nicht ein schlimmer Track, wo ich sagen würde, okay, schlecht produziert, schlechte Rapper, schlechte Lines. Im Gegenteil. Es ist ein gutes Video, es sind gute Lines. Es ist alles ziemlich gut, aber es ist nicht Weltklasse. Wenn ich sagen würde, okay, kommen die jetzt in die Champions League ins Finale? Auf gar keinen Fall. Kommen sie in die Gruppenphase? Schwierig, schwierig. Ich würde sagen, sie bewegen sich höchstens im Mittelfeld der zweiten Liga oder so. Zweiten Bundesliga, bin ich ganz ehrlich, das ist nichts Besonderes, das ist nicht High Class, Top Notch, Weltklasse. Aber das fürs erste Mal, was ich gesehen habe, ist es okay. Es ist, wie gesagt, nicht mein Geschmack. Also ich mag lieber den Ami-Vibe anstatt den Gangster Fratello PNL Franzose Shisha-Bar AMG-Mucke-Vibe. Das war für mich mehr in die Richtung als jetzt Trappen aus dem Trap-House. Don't get me wrong, aber so ist für mich der Eindruck auf jeden Fall. Ich fand den dunkleren besser als den weißen. Chill, chill, chill. Ja, aber insgesamt würde ich sagen, gebe ich das Ganze eine 6 von 10. Es war ganz okay, aber war nichts Besonderes. Deswegen vielen Dank fürs Reinklicken. Schreibt mir gerne in die Kommentare, auf was ich doch reagieren sollte. In diesem Fall, vielen Dank für alle Likes und Kommentare und alles drum und dran. Push den Kanal, Alter. Push den wie Push-Ups, Alter. Und ich mach weiter und du auch, bis wir irgendwann, inshallah, an unserem Ziel sind. In diesem Sinne, peace out.